So, herzlich willkommen zu einem kleinen Beispiel zur Berechnung der Schallausbreitung nach DIN ISO 9613 Teil 2. Wir haben eine ganz einfache Situation mit einer Schallquelle, die einen Schallleistungspegel von 80 Dezibel aufweist, und wir möchten berechnen den Schalldruckpegel LP in einem Abstand von 30 Metern. Die entsprechende Formel dazu lautet wie folgt: Ich kann den Schalldruckpegel LP aus dem Schallleistungspegel zuzüglich Richtwirkungskorrekturen und abzüglich der Dämpfungen berechnen. Fangen wir an mit der Richtwirkungskorrektur. Die wiederum setzt sich zusammen aus zwei Bestandteilen, DI für eine gerichtete Schallquelle und D-Omega ist die Richtwirkungskorrektur, die entsprechend reflektierende Oberflächen berücksichtigt. In unserem Beispiel soll die Schallquelle keine Richtwirkung haben, insofern beträgt DI 0 Dezibel. Und die Richtwirkungskorrektur D-Omega beträgt 3 Dezibel, da ich die Quelle näherungsweise direkt über dem Boden, direkt über dem Grund habe und ich die dann entsprechend mit einer reflektierenden Oberfläche ansetzen darf. Das heißt, meine Gesamtrichtwirkungskorrektur beträgt 3 Dezibel. Kommen wir nun zu den Dämpfungstermen. Als erstes fangen wir an mit der Ausbreitungsdämpfung, der geometrischen Ausbreitungsdämpfung, die folgendermaßen berechnet wird. Wir haben den Anteil 20 mal Logarithmus des Abstands zuzüglich 11 dB. In unserem Beispiel beträgt der Abstand 30 Meter, Bezugsabstand ist immer 1 Meter und es ergibt sich dann entsprechend eine Dämpfung von 40,5 Dezibel. Als nächstes die Luftabsorption. Diese berechnet sich aus einem Dämpfungsbeiwert Alpha, multipliziert mit dem Abstand in Kilometern, dividiert durch 1000. Bei uns beträgt der Korrekturwert bei 500 Hertz. Wir müssen den Wert nehmen, da wir keine Oktavbandinformationen zur Quelle haben. Beträgt der Wert 1,9 bis 3,1 Dezibel und auf der sicheren Seite liegend nehmen wir dann den Wert 1,9 und es ergibt sich eine atmosphärische Dämpfung von 0,054 Dezibel. Das heißt, die Luftabsorption spielt nur bei großen Entfernungen überhaupt eine relevante Rolle und wir können diese hier vernachlässigen. Als nächstes die Dämpfung durch den sogenannten Bodeneffekt, das heißt Absorption des Untergrundes, wird berechnet auch wiederum aus dem Abstand d und ich muss berücksichtigen die mittlere Höhe hm. Hm ist die mittlere Höhe, das heißt bei unserem Beispiel, wo Quelle und Empfänger auf 1 Meter Höhe sich befinden, ist das auch 1 Meter und ich habe eine Dämpfung infolge des Bodeneffekts in Höhe von 3 dB. Die Korrektur, wenn ich den Bodeneffekt ansetzen möchte, muss ich gleichzeitig auch mein D-Omega korrigieren. Das kann ich mit der hier angegebenen Formel tun und komme auf einen korrigierte Richtwirkungskorrektur von 3,001, also praktisch ändert die sich nicht. So, als nächstes Abschirmung ist in unserem Beispiel nicht vorhanden. Das ist ein anderes Beispiel. Und ich kann jetzt die Formel zusammenfassen. Ich kann den Schalldruckpegel ausrechnen und erhalte einen Schalldruckpegel von 39,5 oder gerundet 40 Dezibel im Abstand von 30 Metern zu meiner Schallquelle.